Besprechungen mit Viva optimieren. Teams Premium Testlizenz. Microsoft Cloud wird teurer. Daten über SharePoint anfordern. Und Teams Wiki End of Life. Hallo, ich bin Thomas und hier sind die Itelio Cloud Uncovered News. Bei uns gibt es jede Woche die neuesten Cloud News. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Und jetzt geht's los. Microsoft Viva Insights soll Benutzern helfen, ihren Tag effizienter zu planen. Als neues Feature kommt jetzt eine Funktion dazu, die die Meetingplanung im Outlook optimiert. Wenn ein Benutzer eine Meeting-Einladung erhält, wird er automatisch gefragt, ob vorab Zeit blockiert werden soll. Das ist dafür gedacht, dass man sich schon mal mental auf das Meeting einstellen kann und sich gegebenenfalls noch zugehörige Dokumente durchlesen oder vorbereiten kann. Insights blockt dann je nach Wunsch zwischen 15 Minuten und einer Stunde an einem festzulegenden Tag. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass im Kalender noch eine Lücke ist. Kennst du die Cloud in- und auswendig oder findest Wolken einfach insgesamt nett? Möchtest du dich beruflich weiterentwickeln? Dann suchen wir genau dich zur Verstärkung unserer Consulting-Abteilung. Unsere Stellenanzeigen sind unten verlinkt. Die Microsoft Teams Premium-Lizenz kann man sich jetzt als Trial buchen. Damit könnt ihr die neuen Features mit bis zu 25 Usern für 30 Tage lang testen. Mit Teams Premium können zum Beispiel die Meeting-Warteräume angepasst werden und Vertraulichkeitsbezeichnungen auf Meetings angewendet werden. Außerdem gibt es einen virtuellen Assistenten, der eine automatische Meeting-Zusammenfassung für den Anwender erstellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es eine gute Idee finde, dass Microsoft die Compliance-Tools wie das Labeln von Meetings hinter einer zusätzlichen Paywall versteckt. Selbst Firmen, die bereits die große M365E5-Lizenz haben, müssen für diese Features zusätzlich bezahlen. Und voraussichtlich werden diese Kosten rund 10 Euro pro User pro Monat betragen. Wie seht ihr das? Habt ihr Verständnis für diese Preispolitik? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Trial starten könnt, dazu kommt nächsten Montag ein Video. Microsoft erhöht die Preise seiner Cloud-Produkte um 11%. Laut der Ankündigung vom 5.1. sollen die Kosten in Zukunft vom Dollarkurs abhängig sein. Zum 1. April werden die Preise für Firmen, die in Euro, britischen Pfund sowie in dänischen, norwegischen oder schwedischen Kronen bezahlen, nach oben angepasst. In Zukunft soll diese Anpassung der lokalen Preise zweimal pro Jahr passieren. Es ist noch nicht ganz klar, welche Produkte davon genau betroffen sind. So wie ich die Ankündigung verstehe, betrifft das aber alle Cloud-Produkte, also sowohl M365 als auch Azure. Ich bin mal gespannt, ob die Preise bei einem fallenden Dollarkurs auch wieder nach unten korrigiert werden. Also der Zyniker in mir bezweifelt es sehr stark. Wie seht ihr das? Denkt ihr, dass es eine Chance für bessere Tarife sein könnte oder kommen da einfach nur zusätzliche Kosten daher? Über SharePoint Online könnt ihr ab Ende Januar ein Datei-Upload-Formular zur Verfügung stellen. Darüber kann einer eurer Mitarbeiter einer externen Person einen Link zu einem Ordner schicken, in die diese Person dann Dateien hochladen kann. Der Externe kann aber wirklich nur Dateien hochladen, er sieht keine bestehenden Files im Ordner und kann da auch nichts löschen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihr in euren SharePoint-Freigabeeinstellungen jeder mit dem Link erlaubt habt. Wie das geht, könnt ihr im Video sehen, das wir euch hier verlinken. Das Wiki in Teams hat es endlich hinter sich. Nach einem langen Kampf wird diese selten schlechte Implementierung eines Wikis endlich in den Ruhestand geschickt und durch OneNote abgelöst. Solltet ihr das Wiki in Teams verwenden, habt ihr ab Mitte Februar die Chance, eure Daten zu OneNote zu migrieren. Dafür gibt es im Wiki-Tab einen Dialog, der euch dabei unterstützt. Voraussichtlich ab April wird das Wiki dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Irgendwann werden auch in neuen Kanälen automatisch OneNote-Tabs erstellt und angeheftet. Bis es soweit ist, können User manuell über das Plus einen OneNote-Tab hinzufügen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Itelio Cloud Uncovered News. Bis dann!